Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lift Alive. Heute Spiel Nummer 8 der Lethbridge Hurricanes gegen die Kootenai Ice. Und gegen die Lethbridge Hurricanes haben wir schon mal gespielt und wir konnten diese mit 2:1 auf heimischem Eis schlagen. Wollen dasselbe natürlich heute wieder versuchen nach dem letzten Spiel gegen die Seattle Thunderbirds. War nicht so optimal, aber jetzt wollen wir wieder angreifen. War natürlich auch Liga Primus Seattle, aber nichtsdestotrotz, wir hätten da durchaus mehr machen können. Blattmann im letzten Spiel erstmals ohne Punkt. Und heute will er wieder angreifen, hat er zuvor dem Trainer gesagt. Er hat gesagt, Trainer, heute werde ich wieder punkten. Und genau darauf will der Trainer auch raus. Er muss punkten, er soll punkten und er darf natürlich punkten. Und ob es gegen die Hurricanes klappt im NMAX Center, das erfahren wir in den nächsten 60 Minuten. Die Plus-Minus-Statistik aktuell bei minus 2, denn ziemlich oft auf dem Eis, als Gegentore gefallen sind. Und das ist natürlich nicht optimal. Mein Schläger gleich aus der Hand geschossen, aber keine Strafe. Jetzt habe ich natürlich einen schwarzen, nicht mehr meinen eigenen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir trotzdem angreifen und Tore machen. Und da haben wir wieder Maxwell, der Center der Hurricanes. Oh. Und nach vorne, Jungs, nach vorne. Komm schon, rutsch durch. Ah, schade. Schade, 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 schade. Gute Möglichkeit. Aber Tai auf der Hut. Die letzten 10 Spiele der Lethbridge Hurricanes sehr durchwachsen. 2 Siege, 2 Niederlagen und 2 Overtime-Niederlagen. Und hier ist richtig geackert vom Tor der Hurricanes. Jetzt probiere ich es einfach mal. Ah, Schläger gebrochen. Was ist das denn für eine Qualität? Ich muss sowieso raus. Aber trotzdem schon der zweite Schläger. Gut, der erste Schläger, muss man sagen, der wurde mir aus der Hand gestochert. Aber der zweite jetzt gebrochen. War auch wieder ein weißer, war wieder meiner. Das ist richtig cool. Hot. Gut. Oh. Ich würde gerne wieder so ein Spiel anführen. Ne? So von Beginn an 1-0 mal vielleicht oder auch 2-0 einfach mal wieder so ein bisschen powern so. Aber das ist gerade richtig schwer, Freunde. Aber egal, wir kriegen es hin. Wir sind wieder auf dem Eis, bereit zu neuen Taten. Scheibe abgefälscht, sehr gut. Und die erste Tat war schon mal da. Jetzt vielleicht mit dem Deke. Aber lediglich übers Plexiglas. Topscorer der Hurricanes, Sam McKechnie. Und den müssen wir daran hindern, weitere Treffer zu erzielen. Und der nächste Bulli. Wir sind hier auch ganz anders aufgestellt. Wir sind hier mit mehr Disziplin, mehr Aggressivität und auch mehr Zug zum Tor. Und das wirkt sich natürlich aufs ganze Spielgeschehen aus. Unser Spiel deutlich aggressiver als gegen die Thunderbirds. Was selbstverständlich auch an der Mannschaft liegen kann. Unserem Gegenüber, den Lethbridge Hurricanes. Und da ist es! Geniales Ding. 1-0 für die Kootenai Ice. Ich war zwar nicht dran beteiligt, aber wenigstens auf dem Eis, das gibt ein Plus. Und das ist ja auch mal nicht schlecht. Von der Blauen einfach abgezogen. Und da fälscht er die Scheibe sogar noch ab, glaube ich. Ja, da ist der Abfälscher noch drin. Die 22 hat es noch abgefälscht. Oder doch die 22? Ne, die 23. Alles gut. Reinhard nach Zuspiel von Dirk und Muth. So, jetzt habe ich die Scheibe, Freunde. Was mache ich draus? Einfach mal direkt oder passend? Einfach mal direkt! Aber abgefälscht. Vom eigenen Mann. Noch sind wir drin. Und jetzt hat er ihn. Alter. Probleme. Probleme. Und komm nur her. Johnson wieder. Der hat uns schon im Hinspiel immer so kleine Nicklichkeiten mitgegeben.
Und da sollte der gute Herr aufpassen. Und das war gar nicht mal so schlecht. Ja, oftmals rutschen die Dinger ja doch noch durch. Ach, Freunde, Eishockey, es ist wieder hier. Ich bin so froh. Kein Mist bauen, Leute. Wo sind wir daheim? Wo sind wir daheim? Wo? Okay, diesmal habe ich ihn perfekt. Jetzt schnell nach vorne. Schnell nach vorne und dann direkt, oder? Oh, und er hat ihn in der Fanghand. Sah ganz anders aus. Zwei Minuten im ersten Drittel noch zu spielen. Und der war ganz schön knapp. Ramsey, der hat schon im Hinspiel getroffen. Und wir wollen es natürlich nicht drauf ankommen lassen. Komm schon, hol die Scheibe. Ah, ein bisschen zu viel rumgestochert jetzt. Halbe Minute knapp noch. Oh, sowas ist immer gefährlich, Freunde. Immer gefährlich, aber die habe ich. Komm schon, das reicht vielleicht noch für ein Schüsschen. Nein, war wieder zu knapp. 1-0 die Führung für uns. Nach dem ersten Drittel. Ich freue mich auf den Mittelabschnitt. Bis gleich. Und bislang läuft alles nach Plan. Die Hurricanes gerade noch mal im Gespräch. Müssen natürlich was an ihrer Taktik umstellen, denn bislang hat es nicht zum Torerfolg geführt, was sie hier abgeliefert haben. Aber ist ja auch erst ein Drittel gespielt. Das heißt gar nichts. Schuss an die Maske oder knapp drunter. Komm schon, weiterkämpfen. Jawohl, Scheibe sehr schön rübergebracht. Reinhardt. Setzen uns hier gut fest. Aber jetzt. Oh, oh, oh. Da geht noch was. Da ist noch alles drin, liebe Freunde. Und ich hole ich mir. Oh ja, sehr schön. Blattmann bleibt aggressiv. Jetzt vielleicht. Komm schon, Nachschuss. Ah, schade, schade. Ich muss raus. Und das war der Turn. Im zweiten Drittel. Gut, und da ist das Gegentor. Das gibt's doch nicht. Mann, Mann, Mann. Jamin Jakubowski mit dem Ausgleichstreffer. Und das ging ratzfatz. Rübergepasst. Und dann ist er drin. Guter Spielzug der Hurricanes. Keine Frage. Und wieder einmal mehr der Ausgleich in einer Partie. Gilt also für uns wieder. Geh mal weg, mein Puck. So, jetzt komm. Die machen was. Rüber! Ah, ich bin mir da nie so sicher. Also irgendjemand sollte mal. Ey, komm schon. Gomery, ah, da hätte ich jetzt einen Punkt mitnehmen können. Und ich muss schon wieder gehen. Schnelle Wechsel jetzt. Und diesmal Skapski hat den Puck. Wir blockieren die Passwege. Alles optimal bislang. Aber alles im grünen Bereich. So, wir sind wieder da. Nur mit halber Energie. Oh! Und wir sind am Puck. Jetzt probiere ich es nochmal direkt.
Jetzt! Oh, was war das denn? Das war nix. Ey, komm schon! Wie wär's mal mit Beinstellen, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen? Boah. Bleib dran an Watson. Alles klar, Sherlock? Jetzt, komm schon. Das lass mir nicht gehen. Die erste 1-1-Situation. Schaff ich's? Nein. Schade. O'Connor. Jetzt komm schon. Rebound. Dijonov. Alter. Aber wir sind noch dran. Wir sind noch dran, Freunde. Au. Und Watson zusammengenagelt. Da geht noch was. Ich bleib drin, bis hier nichts mehr geht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, kacke. Das war... Komm schon, ich hau dich um, mein Freund. Ah, los. Oh, nee, ich hab verloren. Schade, schade. Aber das war ordentlich, liebe Freunde. Der Check, der war zu hart. Der war zu hart. Hier sehen wir es nochmal. Ah, nee, wir sehen nur die Schlägerei. Mit Johnson, natürlich Johnson. Der hat doch da nur drauf gewartet, der alte Haudegen. Was? Quatsch! Für mich ist das Spiel vorbei! Ich krieg die Spieldauer, wenn der die... Nein, oder? Quatsch! Ist nicht wahr! Das wär's doch jetzt, oder? Bin ich wirklich raus? Nee, oder? Das wäre natürlich bitter. Da würde ich gern nochmal... Das muss ich mir nachher nochmal angucken. Aber ich guck mal, vielleicht ist es auch, wenn die Strafe abgelaufen ist, aber 5-minütige Strafe wird eigentlich von jemand anderem abgesessen und dann darf der wieder rein. Aber ich sitze auf der Strafbank, ich weiß jetzt nicht, wie das läuft, ob dann das Spiel nicht automatisch fertig ist oder ob ich doch wieder rein kann. Das weiß ich nicht, das werden wir aber jetzt erfahren. Aber so wie es aussah, musste ich gehen. Game Misconduct, hat auch der Schiedsrichter, der Stadionsprecher gesagt. Oh Mann, richtig bitter. Und jetzt natürlich die große Möglichkeit für die Lethbridge Hurricanes. Montgomery, auch hier mit einem harten Check gegen die Nummer 6 der Hurricanes. Und das ist schon bitter, Freunde. Das ist wirklich bitter, also... Hierfür eine Spieldauer zu kriegen, ist schon hart. Auf jeden Fall weiterhin 1:1 nach 40 Minuten. Wir sehen uns im dritten Drittel wieder und dann sind wir mal gespannt, ob ich noch dabei bin oder ob ich nicht dabei bin. Bis gleich. Und weiter geht's. Über 3 Minuten noch Unterzahl für unser Team. Und das haben sie mir zu verdanken hier. Da sitzt jemand anders, Tatsache. Aber die Nummer 5 sitzt ebenfalls. Da sitzt wirklich jemand anderes. Verdammt. Ich glaube, das ist echt gelaufen für mich, ne? Das ist natürlich mehr als... doof. Aber wer kann es denn ahnen? Es war doch ein ganz normaler Check. Gut. Na gut, vielleicht wurde es mir als Check von hinten ausgelegt. Da ist natürlich nicht mit zu spaßen. Das kann ich auch verstehen. Oh, da fängt dann ab, den Puck. Auf jeden Fall hoffen wir jetzt, dass unser Team sich davon nicht unterkriegen lässt.
und weiter nach vorne spielt und auf erstmal die Unterzahl übersteht, denn das Problem ist, sollte jetzt ein Tor fallen, bleibt die Strafe weiterhin auf der Uhr. Nämlich eine Spieldauer und die bleibt bis zum Ende. Da können sie 20 Tore schießen. Und 2 Minuten 10 gilt es noch zu überstehen und da ist der Treffer. Die Führung für die Lethbridge Hurricanes. Albin Blomqvist. Ah, und das ist so bitter. Ich kann nichts tun. Gar nichts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da muss man echt vorsichtig sein mit den Checks, denn ruckzuck sitzt man, wie ihr seht, draußen. Oder kommt erst gar nicht mehr. Und Hubic, raus das Ding, sehr schön. 1,38 noch. Das wird natürlich schwer. Das wird natürlich schwer. Die Spieler relativ ausgepowert. Und jetzt der Bulli. Denn so eine 5-minütige Unterzahl, das kostet eine Menge Kraft. Eine Menge Kraft. Aber wir müssen weitermachen. Es führt kein Weg dran vorbei. Es muss weitergehen. Alles andere zählt nicht. Darauf kommt es an. Ja, aber es ist schon doof, echt. Muss ja immer noch drüber schmunzeln. Auf einmal Kamera und tschüss, Bloody. 1:06 noch. Und dann sind wir wieder vollzählig. Aber da bin ich wirklich gespannt. Wie läuft das Spiel dann weiter? Was richtig schlecht wäre, ist, wenn ich dann den einen spielen würde, der jetzt auf der Bank sitzt. Das fände ich echt schlecht. So müsste eigentlich das Spiel einfach runterlaufen. Und dann ist gut. Dann sitze ich halt hier auf der Bank und fertig, aus, Mickey Maus. Fünf Sekunden. Jetzt bin ich gespannt. Wir wieder vollzählig. Und ich sitze weiterhin. Scheiße, bei mir ist echt vorbei. Ich komme nicht mehr dieses Spiel. Oh Mann. Sowas muss ich auf jeden Fall für die Zukunft vermeiden, Freunde. Das darf nicht sein. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir wieder losschlagen können. Zumindest unser Team Johnston ist wieder mit von der Partie. Der darf wieder, ich darf nicht. Kootenai Ice. Da war ich noch mit vom Spiel. Und jetzt kann ich nur noch zuschauen. Und hoffen, dass unsere Mannen das Beste draus machen. Ja, und für mich ist die Partie definitiv beendet. Finde ich aber auch geil, dass es so geht. Dann sitze ich halt jetzt bis zum Ende des Spiels. Flip. Maxwell holt sich die Scheibe. Jakubowski. Watson. Ja, die Hurricanes, die wittern jetzt natürlich hier ihre Chance, dass die Kootenai Ice ausgepowert sind durch diese lange Unterzahl. Und der Torhüter verlässt seinen Posten, will sich da nicht einmischen. Will die Konzentration hochhalten. Mann, Mann, Mann. Das muss ich echt vermeiden für die Zukunft. So eine Spieldauer ist nicht unbedingt toll. Aber jetzt kommt schon, Leute. Hälfte der Spielzeit ist noch zu spielen. Jetzt! Oh! Möglichkeit für Montgomery. Dirk von der Blauen. Montgomery nochmal. 9 Minuten noch. Ramsey auf McKinney. Aber da ist zu wenig Aggressivität. Da kommt der Schuss und Skapski hält die Scheibe fest. Dennoch, wir liegen hinten.
Und wir hatten uns so viel vorgenommen für dieses Spiel. Sehr schön gefangen. Vorm Keeper unserer Mannschaft. Und 7 Minuten bleiben uns noch. Simpson. Dillon. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Boyd. Maxwell. Es ist zu wenig Aggressivität im Offensivspiel. Der Zug zum Tor, der fehlt hier komplett. Und so kann man seine Mannschaft nicht zum Sieg führen. Jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit für Flip. Auf Boyd! Aber von hier aus ist natürlich das Eis schwer zu überblicken. Ich sehe es nicht so recht. Aber wir müssen abwarten. Letzte Minute läuft. Reinhardt auf Shirley. Komm schon. Ah, verdammt mich, ey. Shirley auf Montgomery. Komm schon, komm schon. Ah, drei hält. Wahnsinn, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das wird eine richtig schwere Saison, Freunde. Richtig spannend auf jeden Fall. Und es sind, glaube ich, 73 oder 72 Spiele, die wir hier in der Saison spielen, ehe wir dann unseren Sprung Richtung AHL-NHL begehen können. Oder es geht vielleicht auch vorher. Ich weiß es nicht, ob man ein Jahr lang in der CHL spielen muss. Wir werden es einfach rausfinden. Auf jeden Fall, ich freue mich riesig drauf. Wir haben zwar jeden Tag eine Folge. Das wird so bleiben, damit wir da auch vorwärts kommen. Und dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. So, dann aber den Torhüter wieder vom Eis, die letzten 20 Sekunden. Na komm schon, Ramsey, das dürfte... Cable, der holt sich die Scheibe. Nochmal Tor! Der Ausgleich! 12 Sekunden vor Ende des Spiels. Und damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Ganz ehrlich nicht. Levi Cable, ohne Assist, holt er sich die Scheibe durch den Fehlpass und zieht dann einfach mal ganz frech ab. Und macht das Ding noch rein. Also ich glaube, damit haben selbst die Hurricanes nicht mehr gerechnet. Und so kriegen wir zumindest hoffentlich einen Punkt. Die letzten 10 Sekunden. McKechnie wird wohl die letzte Möglichkeit für die Hurricanes. Und auch diese findet nicht mal mehr statt. Das war's also nach 60 Minuten. 2:2. Und wir sehen uns gleich zur Overtime. Und wer hätte das gedacht, dass wir uns hier doch nochmal hochraffen und einen Punkt ergattern können? Also ich ganz ehrlich nicht. Und jetzt wollen wir natürlich den Sieg. Wir waren schon zweimal in Overtime. Jetzt das dritte Mal und da soll natürlich der dritte Sieg her. Zweimal habe ich es bisher entschieden. Dieses Mal ist es nicht möglich. Aber ein Sieg, das wäre schon ganz ordentlich. Einen Punkt haben wir auf jeden Fall gerettet. Und die Hurricanes in der Offensive. Watson in der Bande. Watson nochmal. Maxwell, sehr gut gemacht vom Keeper. Und jetzt der Angriff vielleicht für die Ice. Anderthalb Minuten knapp noch in dieser Overtime. Angriff über die Hurricanes.
Aber Moose, der bleibt natürlich dran. Der will hier die Scheibe und Dirk kommt zu Hilfe. Und jetzt wieder in die andere Richtung. Montgomery, wenn es schnell geht, eine gute Möglichkeit. Ah, schade. Shirley. Hubic. Moose. Der Schuss kommt. Ah, Mann. Moose. Oh, oh, oh. Fehlpass. Jakubowski. Möglichkeit. Aber der Keeper verhindert Schlimmeres. 47 Sekunden vor Ende der Overtime. Und das wäre das erste Mal, dass wir ins Penalty schießen müssten. Und ich kann nicht dabei sein. Das ist natürlich ganz bitter für einen Spieler, wenn er seinem Team nicht helfen kann, sondern er muss das von draußen sehen. Und kann nicht einschreiten. Er kam's mit dem Schuss. Oh, oh, oh. Wand. Thomas. Mit dem Schuss. Er versucht es jetzt mit Gewalt. Wir wollen nicht ins Penalty schießen, aber Tai hält die Scheibe fest. Und das ist eine richtig lange Partie, fast eine halbe Stunde schon. 26:20 knapp. Bams. Schön in die Fanghand rein. Da kann sich der Keeper natürlich profilieren. Und kann sein Können unter Beweis stellen. Die gewinnen Hurricanes. Und die Zeit rinnt gnadenlos runter. Jakubowski nochmal mit dem Versuch, das Spiel hier vorzeitig zu beenden. Aber es läuft momentan alles auf einem Penaltyschießen raus. Die letzten 10. Der Schuss kommt, aber kein Problem für den Schlussmann der Hurricanes. Und es ist soweit. Jawohl. Overtime ist vorbei. Und wir sehen uns gleich zum Penaltyschießen. Drei Schuss für beide. Maxwell, Watson und Jakubowski für die Lethbridge Hurricanes. Und Reinhard, Deschenaux und Montgomery für Kootenai. Und Reinhard wird beginnen. Hoffen wir, dass es hier alles ein gutes Ende nehmen wird. Der erste Schuss ist nicht drin. Der Keeper kann parieren. Und somit Vorteil Hurricanes, wenn er trifft. Maxwell. Aufs Tor. Scheitert ebenfalls am Schlussmann. Da wollte er zu viel, da wollte er zu viel. Zweiter Schütze. Deschenaux. Aufs Tor zu. Schließt schnell ab, aber scheitert am Torhüter. Und hier haben wir Watson mit der Nummer 17. Startet für die Hurricanes und da ist es. Watson mit dem Führungstreffer für Lethbridge. Und jetzt muss der Schütze für Kootenai treffen, ansonsten ist hier Feierabend. Da freut er sich natürlich, ganz klar. Und Montgomery muss jetzt. Da haben wir ihn. Macht er nicht. Oh, doch, er macht's. Was für ein gekonntes Tor. Hier sehen wir es. Zack, in die Ecke. Ich wollte gerade sagen, macht er nicht. Dann ist es hier vorbei. Aber geniales Tor. Wunderschön gemacht. Und wir dürfen weiter aufatmen. Müssen allerdings jetzt hoffen, dass Jakubowski den Versuch nicht verwandelt. Und jetzt sind wir gespannt. Er macht's, verdammt. Damit gewinnen die Lethbridge Hurricanes das Spiel gegen die Kootenai Ice mit 3:2 nach Penaltyschießen. Der Extrapunkt geht damit zu den Hurricanes. Aber klasse gemacht
Blattmann hat natürlich gefehlt. Und da muss er dran arbeiten. Das muss er auf jeden Fall vermeiden, diese Spieldauerdisziplinarstrafe. Die war richtig bitter. Aber sei es drum. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich nochmal zur aktuellen Tabelle. Und das war dann die zweite Niederlage in Folge. Interview nach Spiel. Das war ein bitterer Shootout heute Abend. Was sagen Sie dazu? Ja, das war heute ein umkämpftes Spiel, für das wir eigentlich 2 Punkte verdient hätten. Ich war mit den Nominierungen des Trainers hinsichtlich des Shootouts nicht einverstanden. Tja, beim Shootout kann alles passieren. Das war einfach Pech, dass wir am Ende das Nachsehen hatten. Wir hatten ein ganzes Spiel lang Zeit. Wir haben es heute einfach nicht hingekriegt. Und ich werde mich entscheiden für Y. Beim Shootout kann eben alles passieren. Das stimmt auch. Und es war einfach Pech, dass wir am Ende das Nachsehen hatten. Und hat folgendes, nämlich einmal ein weiteres Plus bei den Fans. Nächstes Spiel also gegen die Medicine Hat Tigers. Auch wieder auswärts. Und nach 2 Niederlagen in Folge sollte es dann doch wieder mal ein Sieg sein. Schauen wir mal aktuell auf die Statistiken. Bei den Punkten sind wir jetzt gar nicht mehr dabei. Hier sind wir weiterhin ganz oben. Da hätten wir natürlich ausbauen können, das wäre es gewesen. Aber sei es drum, wir sind aktuell auf Rang 7 der Tabelle. Edmonton weiterhin oben. Und bei der Western Conference Seattle weiterhin vor Vancouver am Drücker. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer BloodyLP.